Hey Leute, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Es geht weiter. Gregor spielt ja Demon's Souls. Ich habe das Tor aufgemacht, das große Tor. Ich und meine, ist gar nicht mal so schlecht gelungen, oder? Meine Sheila. Wir haben uns dem Drachen widersetzt, der runtergeflogen ist und mich mit einer Schneise wegschneisen wollte. Deshalb hoffe ich, dass hier ein einigermaßen, da wird gekämpft. Da, deswegen wird da gekämpft. Okay. Ohohoho, das war aber heftig. Das war aber heftig. Sag mal. Okay. Puh. Ja, es ist noch. Halbmondgras kriege ich jetzt überall statt Sichelmondgras. Aber ich will das noch nicht so verschwenden. Die zwei auf engen Raum, das ist nicht so nice. Das ist echt nicht so nice auf engen Raum. Die beiden. Okay. Boah, es ist dunkel hier. Da ist einer. Brandbomboa. Das war's mit dir. Brandbomboa. Also ich bin mal gespannt, wo ich hier rauskomme jetzt. Hinten zum Drachen, das hat mit meiner aktuellen Kondition noch nichts gebracht. Oh Gott, jetzt geht's hier. Ah, jetzt geht's hier wieder scheiße runter. Ah, ich wette, ich wette, ich wette. Ich wette, das ist die andere Seite. Kommen wir erstmal rüber hier, meine Freunde. Stellt mich aber nicht so cool an. So. So cool stelle ich mich nicht im Moment an. Hat er ein Item? Nein. Da war ja auch eine Tür auf der anderen Seite. Was ist das? Was ist das da drüben? Was ist das? Zauber gegen ihn ein. Ich habe keine Zauber, du Affe. Aber ich habe Brandbomben. Oh ja. Okay, das eine kann ich noch zustechen. Was ist denn? Der steckt unter. Ah, der steckt unter einem Schild. Alles klar. Boah, ich hab wieder. Da ist wieder so ein Ding. Aber ich will das mal hier außen gucken. Dann nehme ich mit zwei Brandbomben. Das ist mir jetzt egal. Oh, habe ich umsonst eine. Oh, scheiße, ich habe umsonst eine zweite verschwendet. Die halten einigermaßen was aus gegen physische, ne? Ist da noch einer? Warte mal, hatte ich das Item da vorne genommen? Doch, ne? Da war ja ein Item. Ja, ich habe es genommen, ja klar. Wäre ja blöd, wenn ich das nicht mitgenommen hätte. Das wäre ja stupid, wenn ich das nicht gemacht hätte. Schande. Ich war gerade so blöd. Bin gerade ausgelaufen, wo ich nicht geradeaus hätte laufen wollen. Alter, aber zum Glück war das halb so. Oh. Entschuldige, Leute. Entschuldigt für diesen Ausfall. Aber es war gerade
Ein Denkausfall par excellence. Denkausfall par excellence. Vorsicht vor dem Boden weiter vorne. Gras, was meint er jetzt damit hier? Nee, aber eigentlich müsste das jetzt die andere Tür öffnen, oder? Auf der anderen Seite. Ah, aber jetzt guck mal, dieser riesige Speer ist da rausgekommen. Ah, und das ist eine Bosstür. Schau dir an. Schau dir an, was hier ist. Holy fuck. Guck mal, da vorne war ich auch noch nicht, ne? Ah, es ist bestimmt mit dem Runterfallen, mit dem Loch oder sowas, aber. Ey, aber bisher haben wir uns ganz geil geschlagen, oder? Hier, also jetzt kann ich mich erstmal wieder zurücktrauen. Wir haben uns ganz geil geschlagen, finde ich eigentlich. Also, das war schon sehr gut, oder nicht? Ey, habe ich jetzt übersehen, dass man sich aufleveln kann oder nicht? Irgendwas klingt mir noch im Kopf nach, dass man sich erst später aufleveln kann, aber vielleicht habe ich auch nur die Frau übersehen, wo man das macht. Ich gucke mich noch mal hier kurz um, Leute, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich die ganze Zeit einfach nur nicht bewusst gelevelt habe, weil ich zu blöd war, einmal hier um die Ecke zu gehen, weil die. Warte mal, wer sitzt denn da oben? Buddy Boy, oder? Ich befreit habe hier Estos Mann. Nein, wie ist er nochmal? At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what father wished for our great land. Ist wohl der Prinz, okay, aha, also der ist rumgelaufen, ist jetzt bei mir gelandet. Guck mal, da stand gerade ein Johnny und hat hier was gemacht, aber ich kann hier nichts machen. Ich wette, das Ding hier ist zum Aufleveln da. Aber ich muss es wohl noch erst freischalten. Aber hey, der Johnny ist hier gelandet, alles klar, der läuft nicht nur da hinten rum. Ich will noch einmal hier kurz gucken. Ich will echt nichts übersehen. Hier war die andere. Ne, hier ist sie nicht mehr. Oh, oder war die auf der anderen Seite von der Treppe? Da war auch noch die eine Frau, die nur Umbasa geplappert hat. Auf der Seite ist sie, ne? Da. Umbasa-Frau. Weißt du, was steht hier? Vorsicht vor dem hinteren Bereich weiter vorne. Da kann ich auch eh nichts machen. Nee, da muss Aufleveln sein, bei der Statue. Aber dafür habe ich jetzt einen geilen Stein. Hi. So, lassen wir meine Ausrüstung vernünftig reparieren. So, Waffe aufwerten. Kettenbrecher, Breitschwert. Ich habe drei Scharfsteinscherben bekommen. Ich krieg 8 Lebenspunkte mehr. Acht Angriffspunkte müssen das so sein, oder? Habe ich gemacht. Jetzt brauchen wir 4 Scharfsteinscherben. Dann eine Schmelzsteinscherbe. Die habe ich überhaupt nicht. Ich habe noch. Aber ich habe einen Wettstein bekommen, ne? Mit dem ich reparieren kann. Erzwettstein. Strapazierfähige Waffe. Strapazierfähig. Waffe rechte Hand erneuern. Der Schmied von Stein von reduziert die Abnutzung der Waffe in der rechten Hand und stellt ihre Strapazierfähigkeit wieder her. Die Frage ist es, wie oft man es benutzen kann. Hast du noch was Neues zu sagen? Okay, der sagt das Gleiche. So, ich finde die Frau nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss den ersten Bosskampf machen. Danach wird sich ein bisschen was freischalten.
Aber ich will auch nicht wegen der Dummheit ja 2.500 Seelen verlieren. Das wäre wirklich blöd. Das wäre wirklich blöd, nur weil ich nicht geguckt habe. Aber ich habe ja eigentlich überall geschaut, ne? Ich war überall oben. Oh, jetzt aufpassen, dass ich nicht runterlaufe. Hier hinten habe ich geglotzt. Wäre auch dumm, wenn man das Aufleveln hier so weit weg vom Bonfire macht. Genau, hier hinten habe ich mich ja überall umgeschaut. Ganz oben war ich auch einmal. So, hier laufe ich nicht, weil hier kann ich runterfallen. Aber so, also mir macht es gerade ordentlich Spaß. Ich muss sagen, es hat wahrscheinlich wirklich geholfen, dass ich vorher die anderen Souls-Teile durchgespielt habe, weil das ist so ein angenehmes Spielen im Moment. Hier ist echt nichts, ne? Außer diese komische Tür, die ich nicht aufmachen kann. Statue von der Frau. Wenn du von hier nach unten springst, dann gehst du kacken. Haben wir schon gesehen. Haben wir schon gesehen, wie die nach unten gesprungen sind? Das macht ja überhaupt nichts. Also, ist schon lustig, aber auch nicht so lustig. Nee, da muss ich den Boss wohl angehen und darauf hoffen, dass ich meine Seelen wieder einsammeln kann, falls ich abkratze gegen den. Oh, es würde mich nerven, wenn ich alle meine Seelen jetzt verliere. Kann ich die nicht in der Seelenbank parken oder sowas? Geht meine Energieleiste wenigstens noch dann weiter hoch, wenn ich jetzt nochmal darüber gehe? Warte mal. Hier kann ich lagern, den kann ich so machen, da kann ich. Nee, da ist so viel ist da nicht, ne? Na gut. Na gut, na gut, na gut, ja. Ich sag da nichts. It's no problem. Yuria, die Hexe. So. Ich packe mir mal das Halbmondgras sicherheitshalber hin. Können wir dieses Tor eigentlich jemals öffnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sieht zu levelendig aus. Aber na gut, lass uns mal. Ist jetzt nicht, ja, meine Energie ist nicht noch weiter hochgegangen. Ach komm. Ich dachte, ich kann wenigstens jetzt hier ein bisschen effektiver. Lass mir Sichelmondgras verschwenden. Wenn ich wenigstens hier. Da sind die nächsten. Okay. Oh, der hat geblocksert. Die Sau. Hat er geblocksert? So, einen will ich backstabben wenigstens. Nee, dich will ich backstabben. Okay, oder auch nicht. So, Boss-Time. Ich hoffe, ich kriege meine Seelen schnell wieder, falls ich abkratze. Der Typ kommt nicht runter, oder? Von der Seite, nein. Schau, jedes Feind ist sein Rücken. Okay. Let's do this! Phalanx. Oh Gott. Oh Gott. Ganz viele von denen. Okay. Alright. 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 Das gilt noch nicht. Also diese kleinen, die gelten wohl nicht als. Okay, uah.
Okay. Okay. Das ist not bad. Oh oh. Ach shit, da geht's nicht weiter. Rücken ist echt gut bei denen. Das ist ja wirklich. Habe ich nur noch zwei Brandpumpen. Und lass uns die letzte auch nochmal benutzen. Halbmondgras. Sichelmondgras. Okay, das war nicht klug. Das war nicht klug. Ich bleib mal bei Halbmondgras. Ich stelle mich wahrscheinlich auch gerade an, ne? Spawnen die Dinger. Ich muss die wohl einzeln alle, ne? Aber die Frage ist, spawnen dann automatisch mehr? Bringt es überhaupt was? Bringt es da überhaupt was? Boah, ist das nervig. Wo ist denn mein Schild? Okay. Boah, ey. Magier haben es hier ein bisschen leichter, ne? Sag mal, der hat ja wieder volle Energie. Sag mal, wieso hat er wieder volle Energie? Der kriegt ja wieder volle Energie. Okay, das finde ich. Saugt ihr die Energie den Dingern raus, oder?
ist nämlich die Frage. Soll ich den Johnny da rufen? Der heilt die Dinger wieder, oder? Aber ich habe das Gefühl, es werden noch weniger. Die Schilde bleiben da doch liegen. Es werden doch weniger. Jetzt ist er wieder umzingelt, ey. Ich möchte ihn nicht rufen. Aber. Okay. Du dumme Sau. Okay. Oh, ey, langwierig wie sonst was. Aber jetzt blutest du. Jetzt bist du. Du dumme Schwein, ey. Du dumme Schwein. Ich wurde wiederbelebt. Geil! Bringe mehr Seelen, Dämonentöter. Ja! Ich fühle mich jetzt wieder wie ein Mensch. Boah. Mensch. Schafsteinscherbe. Das ist auch gut. So, und der Johnny in der Mitte, ist das... Ist das ein Player oder ist es ein... Bleierne Dämonenseele. Okay. Nachricht lesen. Vorsicht vor der Falle, weiter vorne.
Aber der Typ, der da steht, sind das Leute, die mir helfen können? Ich dachte, ist das ein Summon? Was ist das? Ich gehe jetzt erstmal zunächst zurück. Jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt meine Kackseelen mal ausgeben kann. Jetzt habe ich auch mal einen Boss besiegt. Jetzt bin ich wieder ein Mensch. Ah, Cutscene. Gut, gut, gut. The monumental awaits the above. The monumental will explain the nexus to thee. Okay, okay. Also, ist gerade aufgefallen, meine Schilder sehen ein bisschen aus wie eine leicht kaputte Gwyneth Paltrow, oder? So ein bisschen. Also, der Firekeeper, oder Firekeeper, sag ich, soll da nach oben. Monumental awaits the above. The monumental will explain. Ja, ja, ja. Ist alles gut, ich geh mal hoch zum Monumental. Guck mal, sieht schon ganz anders aus jetzt so mit. Ach, warte mal, nee, nicht so rum. Von der anderen Seite hoch, ne? Ich will ja ganz hoch zum Monumental, der mir erklären wird, was Phase ist. 5000 Seelen habe ich. Oh. Er war noch kein einziges Mal gestorben. Also außer im Tutorial, aber da war ich blöd. Ich glaube, ich hätte den Boss noch geschafft. Aber ich bin kein einziges Mal abgekratzt. Oder habe ich was verdrängt? Nein, ne? So ist es doch gut. Ey, aber dieser Bosskampf, also langwierig. Wirklich langwierig. Aber zum Glück war der jetzt nicht so komplex oder schwer. Schwierig. So, jetzt ist die Tür da bestimmt offen, oder? Ah, ha, 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 ha. Ich wusste es. Zum Glück war es nicht so schwer, aber anscheinend muss man den erstmal machen. Irgendwas hatte ich so nochmal Leuten gehört, dass man erstmal was besiegen muss, bevor man sich hier levelt. Warte mal, ich habe schon Angst hier, weil ich bin im Nexus. Das soll's. Noch weiter hoch? Hallo? Mir bricht das Herz. Die ganzen toten Johnnies, die hier rumliegen. Sind das Leichen oder Jana? Oder sind das Statuen? Das ist ein Idiot. Warte mal, jetzt müssen wir uns auch mal angucken, was der Idiot hier gemacht hat. Ja, da mach ich mal, ne? Moment, ein bisschen Anlauf. Geronimo, ich bin tot. Vollidiot. Okay, noch weiter hoch. Noch weiter hoch. Aber oh, wenn ich jetzt gleich leveln kann, in was will ich die wohl investieren, die Seelen? Oh, mal checken. Für meine Equip-Load wäre es wichtig und richtig, ne? Weil da vorne soll es mit einem Schatz rechnen. Achso, ich dachte, das wäre gerade eine Tür, wo ich durch kann. Nein, es ist nur angeleuchtet. Alter, geht's hier hoch. Hier geht's ja richtig hoch. Meine Equip-Load muss ich verbessern. Das Tor zum Pantheon berühren, okay? Ja. Vorsicht vor dem Lügner weiter vorne. Hä? Alter, was geht denn hier? Was geht denn hier? Oh, Rang 6 gesammelte Trophäen. Ah, hier geht es um den Multiplayer oder was? Gesammelte 7. Rang, 8. Rang. Einiger der Welt. Geraubte Seelen insgesamt. Okay, das ist Online-Multiplayer-Shit. Oder so. Das will ich gar nicht alles. Das ist mir recht Wumpe. Das will ich alles gar nicht sein. Ich will nicht online spielen. Gesammelte Seelen. Alter, guck mal hier. Ah, das sind die World Rankings. Mit den ganzen Cheatern wahrscheinlich hier drauf, ne? Mr. Bright. Guck, muss schon rülpsen, Mr. Brightside 150. Gerätephantome, 99 Milliarden Seelen. Wer ist noch auf Rang 1?
Legans. Coolen Look hat er immerhin. Diese ganzen Cheater. Gerettete Phantome auch alles bestimmt. Was, wie viel? Geraubte Seelen insgesamt. Ach, sieht auch aus wie so ein Chris Angel möchte gern. Ja, aber. Und jetzt? Habe dieses Pantheon betreten, kann mir die Sachen hier angucken. Und weiter? Da drüben liegt was. Ephemeraugensteigen. Was macht denn dieser Augenstein? Augit. Nexus-Bindung hatte ich. Körper wird aus Sehnenstall wiederbelebt. Ah, also es ist Humanity oder so, ne? Ein Augenstein, der mehr als Hälfte verfallen ist, belebt Körper des Benutzers wieder, kann nur in Seelengestalt benutzt werden, aus einer Wand zerfällt er und geht verloren. Okay. Aber. Gibt es hier noch was ich machen soll? Ich kann ja mit keinem reden hier vorne. Hier sind nur diese ganzen Online-Rankings, die mich nicht die Bohne interessieren. War ich hier ganz hinten eigentlich schon? Ja, hier ging es ja nicht allzu weit. Gesammelte Trophäen. Das ist der ganze Online-Ranking-Shit. Ich dachte, hier kann ich mit noch was reden. Vielleicht kann ich das, wenn ich hier einmal komplett drumherum gehe. Oh Gott, was ist hier? Schwächling. Platz 37. Alter, das Schwert geht durch den Schild durch. Alejandro. Sag mal. Warum mache ich denn so einen Sound? Verstehe ich jetzt nicht. Irgendwas habe ich. Ey, ich laufe da nicht durch jetzt. Ich laufe da jetzt nicht durch. Kann ich nicht noch mit noch was reden hier? Na gut, dann habe ich den Augenstein. St. Augustin. Wehe, ich muss hier gleich nochmal hochlaufen, weil ich was übersehen habe. Wehe. Es war wieder das Ding, was nach einer Tür aussieht, aber keine ist. Hier vorne, ich müsste doch hier mit Johnny quatschen können. Blutler hatten wir auch schon. Wir sind auch da hinten in die Ecke gegangen. Kann ich das ein Stockwerk weiter unten auch machen? Na, ich gehe mal kurz rund, also wir sind ja auch eh am Ende des Teils auch schon weit rüber angekommen, aber ich gehe mal runter und spreche mit dem Firekeeper, der Firekeeperin. Habe ich vielleicht nur den richtigen Johnny hier angesprochen. Ich werde das dann machen zwischen den nächsten beiden Teilen, damit wir hier nichts verdüllen, aber war das richtig? The Monumental awaits the above. The Monumental will explain the nexus to thee. Okay, dann lass uns mal so machen, wir beenden diesen Teil hier und beim nächsten Mal werde ich hoffentlich wissen, was der Monumental ist und bei dem dann da sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war aber wieder ein erfolgreicher Teil, bis auf, dass wir den Monumental jetzt nicht gefunden haben. Ansonsten aber schau beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Sprite Seeing mit Demon's Souls. Bis nennen.